Meine lieben Sherlock Holmes Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier, ne, auf dem Jahrmarkt der Verdammten, wie es bei Monkey Island heißen würde, ne? Big Whoop, ich weiß nicht, wer von euch Monkey Island kennt, aber wir sind jetzt hier bei Sherlock Holmes und ja, in der letzten Folge, die beträchtliche Überlänge hatte, aber ne, musste sein, weil ne, wir haben jetzt eine große Aufklärung bekommen, was da so passiert ist und ich habe nie an meinem Sherlock gezweifelt, auch nie an meinem Dr. Watson, der natürlich ein bisschen eingebrochen ist. Es sprach ja auch ziemlich viel gegen den guten Holmes, ne? Aber wir wissen, ne, so von wegen ne, Verschwörungen und hast du nicht gesehen, ne, und ich habe meinen Holmes nie fallen lassen. So, dann gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen um, was hier so alles, ne, was man hier so alles machen kann, ne? Ja. Okay, da kommen wir gar nicht zurück. Da ist eine unsichtbare Wand. Holmes, Watson? Zur Lagerhalle, Holmes. Schnell. Ja, genau. Zur Lager, das, meistens ist das dann ja auch so eine... Oh, hier ist schön, ne? Das ist, wir dürfen natürlich nichts vergessen, ne? Aber hier, ne? Können wir da hochklettern? Okay, das sind so ein paar Stahltreben oder was, ne? Eine schöne Kiste, ne? Können wir die benutzen? Können wir auch nicht. Gehen wir mal weiter. Leute, ich sag nicht, dass ich Angst habe. Hab ich nicht, ne? Ich bin ein echter Spieken 45 Mann, ne? Das war ja doch schon ziemlich mysteriös, was da alles gelaufen ist, ne? Und ich hatte ihn ja schon mal erwähnt, den guten Professor Moriarty, ein ewiger Erzrivale von Sherlock Holmes. Auch mit der Seilbahn kommen wir vielleicht rauf auf das Dach der Lagerhalle. Okay, kriegen wir hin, ne? Also wie gesagt, Dr. Moriarty, Professor, er ist ja Professor, kein Doktor, ein ewiger Erzrivale von Sherlock Holmes in den Romanen, in den Serien, in den Filmen, in den Hörspielen, wie auch immer. Moriarty soll Holmes ja auch getötet haben, zumindest es bleibt offen, es gibt eine letzte Begegnung mit den beiden im Gebirge und da kommt Sherlock Holmes angeblich zu Tode. Wir wissen es nicht, der gute Arthur Conan Doyle lässt das mehr oder weniger offen, nicht wirklich, aber vieles lässt darauf schließen, dass es ähnlich scheiße gelaufen ist wie jetzt hier in dieser ganzen Verschwörungsgeschichte. Ne? Okay, wo kommen wir denn da hin? Ich will mal ganz kurz mich hier umgucken. Vor dem Haupteingang sind zwei Wachen. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Okay, das ist gut zu wissen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ne? Dann, er hatte ja gesagt, ne, wenn dann überhaupt vielleicht über die komische Brücke da. Dann gehen wir da mal, können wir irgendwas machen, irgendwas angucken. Oh, da. Seht ihr, man darf echt, man muss sich immer alles angucken. Was haben wir da? Was nimmt er da? Im Notfall könnte man diesen Gegenstand als Waffe benutzen. Das ist gut, aber ich denke mal, der gute Doktor wird seine Wumme dabei haben, ne? Haben wir ja gesehen beim letzten Mal, bei den Russen hatte er seine Wumme auch dabei, ne? Die armen Russen übrigens, ne? Hier, die drei Affen, ne? Blind, taub und stumm, ne? So, mal ganz kurz gucken, was haben wir denn da? Das ist der Motor der Seilbahn. Ja, können wir da irgendwas machen? Da, Knopf, ne? Erstmal nicht anmachen. Guck, wir gucken uns mal weiter um jetzt hier. Aha, was ist das? Aktion, aha. Gut, da war noch eine Hand. Okay. Sehen Sie eine Öffnung. Für den Motor benötigt man eine Antriebskurbel. Das lässt verdächtig darauf schließen, dass das Ding, was wir gerade gefunden haben. Im Tank ist noch etwas Treibstoff, aber nicht genug, um den Motor zu starten. Okay, was im heißt, Tank ist. Wir müssen jetzt Treibstoff klar machen. Wieso man hier Treibstoff klar machen, liebe Leute? Leer. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte das ein Öltank sein. Der Zustand der Seilbahn lässt vermuten, dass sie nicht besonders häufig benutzt wird. Da haben Sie recht, Watson. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Okay, das heißt, wir brauchen Öl und Benzin. Ne? Was haben wir hier? Haben wir irgendwas drin? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Seitenschneider könnte sich als nützlich erweisen. Cool, Seitenschneider finde ich gut. Nur ganz kurz gucken hier. Seitenschneider. Ah, und da haben wir eine Eisenstange. Gut, können wir die vielleicht kombinieren, dann eine Kurbel biegen? Geht nicht. Okay. Wir haben das Messer wieder. Liebe Leute, das... Das war doch abgebrochen. Watson, ich hatte das Messer abgebrochen. Vielleicht hat er es repariert. Wir wissen es nicht. So, da gibt es auf jeden Fall... Oh, eine Leiter oder was ist das? Unter der Gondel ist eine Leiter aus Metall eingeklemmt. Okay, da kommen wir dann wahrscheinlich nicht dran. Gehen wir mal rein in die Gondel. Okay, was haben wir hier noch? Oh, da müssen bestimmt knacken. Das kann ich nicht tun. Seitenschneider? Komm, Seitenschneider, kriegst du ein Schlosswurm mit auf. Das kann ich nicht tun. Doch, 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 das kannst du tun. Stange. Ah, Ruhrgewalt, geil. Oh, wie praktisch, eine Kurbel. Eine Kurbel?
Ja, super. Ne? Schloss, schön. Ja, mehr ist da wohl nicht drin. Gehen wir mal wieder raus. Cool. Eine Kurve, was haben wir da? Der Hebel klemmt. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall doppelt Öl. Da ist noch eine Kiste. Kriegen wir die auf? Ah, da haben wir Seitenschneider. Messer. Ah, cool. Oh, wie praktisch! Eine Flasche Motorenöl. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Jetzt brauchen wir natürlich noch Benzin irgendwie, ne? Motorenöl, okay. Wir ballern das Öl erstmal in den Motor, würde ich sagen, denn das ist, glaube ich, elementar. Das ist der Motor. Ja, ja, genau. Und pass mal auf, was sind wir hier? Okay, da können wir die Kurbel können wir schon mal reinstecken. Zim, zam, zom. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Das finde ich gut. So, und hier machen wir ein bisschen Öl rein. Öl, 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 Öl. Hoffen wir, dass es funktioniert. Okay, das bedeutet, jetzt können wir vielleicht da ist noch, okay, die haben wir schon geguckt. Jetzt können wir vielleicht den Hebel noch, haben wir noch Öl? Ne, wir haben kein Öl mehr, scheiße. Okay, Moment, war da noch eine... Ganz kurz, war da noch eine Hand, liebe Leute? Da geht's auf jeden Fall steil runter. Wollen wir besser mal nicht hingehen, sondern... Der Hebel klemmt. Okay, der Hebel klemmt. Haben wir denn da irgendwas... Das glaube ich aber nicht. Der Hebel klemmt. Okay. Okay, das Öl war tatsächlich nur für den Motor. Okay. Ist hier noch irgendwas drin zum Schmieren? Wir müssen ja den Hebel wahrscheinlich irgendwie lockern oder so, ne? Okay, jetzt. Gucken mal. Das ist der Motor. Können wir den Ding jetzt irgendwie ankurbeln? Das kann ich nicht tun. Okay, ist das? Wir brauchen auf jeden Fall noch Benzin oder sowas in der Art. Dann gucken wir mal hier, ob wir da irgendwas finden. Ist hier irgendwas drin? Hier, liegt hier irgendwo noch Öl? Aber warum sollte hier Öl oder irgendwas rumliegen? Das haben wir eine brennende Tonne. Brennt die? Ja, cool. Warum auch immer hier eine Tonne brennt? Haben wir hier noch irgendwas? Wir müssen uns ganz genau umgucken. Liebe Leute, das ist elementar, ne? Motzen, elementar. Gehen wir mal da hinten. Oh, da scheint aber noch was zu sein. Cool. Gucken wir mal. Hier ist nix. Da ist auch nix. So. Da in der Tonne dürfte eigentlich auch nichts sein. Aha. Okay. Hier noch irgendwas. Hier gibt es doch so schöne Dinge. Nicht eine Axt. Ist da hier echt eine unsichtbare Wand? Das ist aber scheiße. Ja, hier kommen wir nicht weiter, liebe Leute. Das geht nicht. Dabei liegt ja so eine schöne Axt. Okay. Okay, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Geht es denn hier noch runter? Oh Gott, können wir hier runter? Können wir auch nicht. Ist auch eine unsichtbare Wand. Hier noch irgendwas, ne? Ne, irgendwie nicht. Okay, der läuft da gegen die Wand. Können wir mal ganz kurz mit... Wasser. Zur Lagerhalle, Holmes, schnell! Ja, ja, aber wir müssen ein bisschen Treibstoff irgendwie klar machen. Dann rennen wir nochmal. Liegt denn hier noch irgendwas? Da ist auch noch ein Fass. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ja, ist auch eine unsichtbare Wand. Hier ist auch nichts drin. Dann müssen wir nochmal in diese Richtung hier gehen. Ne? Okay, da ist die Hand zwar, aber da können wir nichts machen. Sind da in einem Fass vielleicht noch was drin? Auch nicht. Ein bisschen unheimlich ist das ja schon, ne? Leute, sag doch mal, ne? War da eine Hand? Ne, da war nichts. So. Oh, da ist noch was. Cool, was ist das? Zur Lager! Okay. Was ist das? Wodkaflaschen. Sie sind doch nicht ganz leer. Russischer Alkohol. Okay, Holmes, die drei Brüder. Vielleicht können wir damit den Hebel lösen, aber... Okay, das können wir auch als Wodka, ne? Kann man ja auch vielleicht als Treibstoff verwenden. Das finde ich gut. Okay, da geht's auch nicht weiter. Vor dem Haupteingang sind... Okay, hatten wir schon. Okay, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir das jetzt irgendwie in den Motor ballern, das Wodka-Zeug. Hier, okay. Zim. Das Zup. Ist der Motor. Ja, ja, genau. So, Wodka, Wodka, Wodka. Okay, mal gucken, ob wir das machen können. Die Reste aus den Flaschen können wir als Treibstoff verwenden. Ja, liebe Leute, wenn ihr Wodka trinkt, ne, dann könnt ihr auch euer Auto mit antreiben, ne? Das ist... Können wir den jetzt starten? Das ist der... Wir kurbeln mal. Es hat funktioniert.
Wir müssen uns aufteilen. Ich werde versuchen, einen Weg in den Jahrmarkt zu finden. Und Sie müssen die Lagerhalle genauer unter die Lupe nehmen. In Ordnung, Holmes. Es ist niemand auf dem Dach. Sollte die Seilbahn außer Kontrolle geraten, können Sie ja die Bremse benutzen. Es wird schon eine vorhanden sein. Das will ich hoffen. Aber es gibt wohl sowieso keine andere Möglichkeit. Und wenn ich herausgefunden habe, was Sie dort unten tun, was dann? Dann stoßen Sie auf dem Jahrmarkt zu mir. Klettern Sie an der gleichen Stelle über den Zaun, wie ich es zu tun gedenke. Sie werden mich schon finden. Viel Glück, mein werter Freund. Okay, jetzt automatisches Speichern. Der gute Holmes ist da sehr zuversichtlich. Sie steuern Watson. Kann ich denn wieder, wechseln? Nicht verfügbar. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall den guten Watson erst... aber das Ding klemmt doch. Wir probieren es trotzdem mal. Liebe Leute, ich drücke da jetzt mal drauf. Komm schon, John. Nur Mut. Okay, mein Pad rumbelt. Ich kann nichts machen. Ich kann immer noch nichts machen. Watson? Scheiße, Bruder, scheiße. Da passiert doch mit Sicherheit was. Wird die Bremse funktionieren, liebe Leute? Wird sie funktionieren? Bremsen jetzt! Watson, bremsen! Bremsen! Es scheint mich niemand bemerkt zu haben. Das finde ich gut. Jetzt muss ich herausfinden, was hier vor sich geht. Okay, da können wir wahrscheinlich dann wieder zurückfahren, ne? Jetzt gucken wir uns mal ganz in Ruhe um. Wo sind wir denn hier? Ist irgendwie eine alte Fabrikhalle oder so? Na, gucken wir uns natürlich auch ganz genau um, ne? In der Kiste was drin ist nicht. Hier brennen überall Tonnen hier. Sind wir in der Bronx oder was? Da ist auf jeden Fall eine Türe, die ich da sehe, ne? Können wir die Lampe entwenden? Kommen wir hier auf das Dach hoch? Ne, kommen wir nicht. Okay. Kommen wir in die Türe da rein. Wir gucken mal ganz blöd. Ist das eine Türe? Ja, das ist eine Türe. Kommen wir da rein. Wir gucken mal. Die wird gar nicht angezeigt. Okay. Aha. Oh Gott, hier ist auch eine Wand. Ist das eine Kirche? Weiß ich auch nicht. Es ist... Da ist eine Lupe. In den Säcken befindet sich bestimmt nur Bauschutt. Sie wurden mit einem stabilen Seil verschnürt. Haben wir das Messer dabei? Der hat mal gar nichts dabei, der gute Watson. Okay. Müssen wir wahrscheinlich irgendwas finden, um das. Vielleicht brauchen wir so. Da ist noch eine Lupe. Moment, hier, Lupe. Es gleicht einem Wunder, dass dieser riesige Tank noch steht. Der Metallträger ist von Rost förmlich zerfressen. Förmlich zerfressen. Hier ist eine Leiter. Oh, da können wir hoch. Oh Gott. Ich bin nicht schwindelfrei. Das ist ein Lappen. Den sacken wir mal ein. Ein großer, trockener Lumpen. Cool. Im Inneren des Tanks ist es zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Allerdings kann ich ein leises Plätschern hören. Ein leises Plätschern? Im Inneren... Moment. Da ist noch eine... Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder runter. Wir müssen hier ein bisschen Seiltanz machen oder so, ne? Ich weiß auch nicht. Gehen wir mal wieder runter. Zim. Okay, das heißt, wir müssen uns irgendwie wahrscheinlich eine Fackel bauen, ne? Okay, wir haben jetzt hier... Mal ganz kurz gucken. Da, was ist da? Das Seil nehme ich mit. Okay, das ist schon mal gut. Ein Seil kann man im Adventure immer gebrauchen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Adventure gespielt, wo man kein Seil gefunden hat. Das kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Wagen aus der Suppenküche. Sie bilden eine Warteschlange. Ja, dieser komische... Prinz, ne? Den hatte ich ja von Anfang an in Verdacht, ne? Was haben wir jetzt im Inventar? Seilstück, können wir das hier... Genau, können wir kombinieren? Können wir das jetzt hier auch da kombinieren? Ne, das können wir nicht kombinieren, okay. Aber wir haben noch keine Fackel, ne? Das ist uns ja wahrscheinlich, ne? Weil er sagt ja, ne? In dem Kessel ist es so dunkel.
Kommen wir denn da irgendwie rein? Okay, da stehen die ganzen Wagen, ne? Suppenküche, also unten. Wir haben ja erfahren, dass der Prinz oder wer auch immer da jetzt letztendlich hintersteckt, vielleicht Moriarty, wir wissen es nicht genau, dass der die Lebensmittel künstlich verknappt hat, sprich, ne, dass da, ne, er hat das Volk hungern lassen, ne, damit er dann den Wohltätigen spielen kann, der Prinz, ne? Und das ist natürlich eine ziemlich große Sauerei. Nimmt er das Seil jetzt auch? Okay. Nimmt er auch, dann machen wir hier nochmal einen Knoten, ne, Zim. So, Moment, hier, zusammen, okay. Langes Seil, okay, wir haben jetzt schon mal ein langes Seil, das finde ich super. Und was ich auch super finde, ist, dass die Folge jetzt nämlich beendet ist, ne. Ist ja ganz schön spannend hier, ne, und ich sage jetzt erstmal mit Dr. Watson vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, mal gucken, was hier noch so auf uns zukommt, ne, liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Also, die Fakat, ciao, ciao, ich spiele in 45 Watson und, es geht ums Eingemachte, liebe Leute.